Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Far Cry Primal. In der letzten Episode haben wir die Maske von Krati besorgt und sie direkt anpissen lassen, damit wir sie aufsetzen können. Mit Pisse hat es dieses Spiel auf jeden Fall sehr. Und ich habe ein bisschen was gefarmt in eurer Abwesenheit. Und zwar haben wir jetzt die Möglichkeit, hier unseren Bombengürtel auszubauen. Ich habe Beißfische gefarmt. Das machen wir natürlich auch sofort. Und damit haben wir alle Taschen auf Maximum erweitert und alle Upgrades, alle Bögen und so weiter freigeschaltet. Uns fehlen jetzt nur noch die beiden Bombentaschen. Die Feuerbombe und die Tobsuchtsbombe. Die erhalten wir, wenn wir die beiden Bollwerke ausschalten, beziehungsweise die beiden Anführer ausschalten, die in den Bollwerken sind. Und ich habe hier ein bisschen was gefarmt, und zwar Alderholz fehlte uns dort noch. Das habe ich auch besorgt. Das heißt, wir können unsere eigene Hütte endlich mal ausbauen hier. Wir sind ja auch hier der Pimp des Dorfes. Da darf es natürlich nicht fehlen, dass wir hier die Letzten sind, die ihre Hütte ausbauen. Geht ja mal gar nicht. Da freuen sich die Frauen. Dicke Hütte, jetzt fehlt nur noch, ja, ein dickes Auto haben wir ja quasi auch. Unseren Säbelzahntiger und unseren Bären. Das ist ja sowas wie das Auto der Steinzeit. Das heißt, die Frauen sind bestimmt beeindruckt jetzt. Ja, und apropos Bär und Säbelzahntiger, in dieser Episode wollen wir den letzten unserer einzigartigen Begleiter uns fangen. Erstmal gehe ich nochmal hier ins Menü und werde jetzt hier lernen, dass ich für die Wiederbelebung weniger rote Blätter benötige. Für 2 Skillpunkte. Dann ist dieser Baum hier im Prinzip abgeskillt, denn den restlichen Kram, den brauche ich nicht, der hier noch ist. Hier, das weiß ich nicht genau, finde beim Sammeln noch mehr Holzstücke, Steine, Schilf, Ton und Steinstaub. Das bezieht sich, glaube ich, nur auf das Holz an sich. So Feuerstein, wenn es Feuerstein wäre oder Hartholz, dann wäre es vielleicht noch interessant, das zu skillen, aber ich glaube, darauf bezieht sich das nicht. Die Eulensachen sind auch erstmal uninteressant. Die Sachen hier mit den Pfeilen, das ist auch erstmal uninteressant. Den Schaden, der ist noch interessant, kostet aber sehr viele Skillpunkte. Deswegen werde ich erstmal hier auf diesen Baum gehen. Das kostet nämlich hier nur 2, 1, 2 und der letzte kostet, glaube ich, 3. Ja, genau, doppelte Speere. Die Splitter, die benutze ich irgendwie nie. Das müsste ich eigentlich mal machen. Ich habe das Spiel schon fast durchgespielt. Also fast durchgespielt ist übertrieben, aber bin schon sehr weit im Spiel und habe noch nie so einen Splitter benutzt. Außer für die, für den Nahkampfangriff, für den Takedown. Muss ich auf jeden Fall mal machen. Gut, liebe Leute, ich werde jetzt hier die Schnellreise benutzen und dann ein Stückchen weiter Richtung Süden gehen zum Schneeblutwolf. Und da sehen wir uns dann gleich wieder. Das werde ich rausschneiden. So, liebe Leute, da sind wir in der Nähe der Bestienjagd. Sprich mit dem Vengerjäger, das werden wir direkt machen. Oh Gott, er ist tot. Wir können nicht mit ihm sprechen. Geht's direkt los hier? Es geht direkt los. Wir haben direkt angegriffen. Komm her. Das sind leider nur normale Wölfe. Ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Wir brauchen ja noch einen Streifenwolf. Oh, sorry. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist gleich null, oder? Dass man aus so einem normalen Wolf ein Streifenwolffell rauszieht. Ich glaube, man muss schon wirklich einen Streifenwolf finden. Ich habe keine Ahnung, wie ich das tue. Ich nutze die Hinweise. Okay. Gegen Speere sind sie allergisch, die Wölfe. Ja, ich habe aber fast im Gefühl. Oh, boah. Von oben in den Kopf ein Einhorn. Ein Einhornwolf. Die sind ganz selten. Das ist eine ausgestorbene Spezies.
die wir gerade gesehen haben. Ich habe das Gefühl, oder ich könnte mir vorstellen, das Gefühl kann ich jetzt noch schlecht haben, weil wir noch nicht angefangen haben, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der Wolf das leichteste Tier ist von denen, die wir bis jetzt gezählt haben. Ich kann mir vorstellen, Säbelzahntiger und Mammut sind schwerer zu besiegen. Weil die einfach mehr Lebensenergie haben. Es ist voll cool, dass die Speere nicht kaputt gehen, wenn man sie wirft. Kämpfte Bär gegen die Silla. Lassen wir ihn mal. Ich hoffe, er gewinnt. Ich nehme mir ein bisschen Zeug mit für Hartholz. Oder habe ich Hartholz schon voll? Oh, mein Hartholz ist voll. Dann könnte ich hier natürlich ein bisschen was bauen. Gut, dann bin ich jetzt schon gut ausgerüstet. Feuerstein könnte ich noch ein bisschen brauchen. Also wenn ich Steine sehe... Wenn ihr Steine seht, schreit mal laut. Boah, die haben Bären gerissen, die Wölfe. Okay, die scheinen doch nicht so schwach zu sein. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass die Wölfe echt scheiße zu jagen sind. Weil die so schnell sind und dann wahrscheinlich auch im Rudel auftreten. Da unten steht schon einer. Das ist aber auch kein seltener, ne? Das ist ein ganz normaler. So, hier können wir wieder ein bisschen Feuerstein sammeln. Oje. Die Nashörner sind wieder los. Hier sind sehr viele Tiere in dem Gebiet. Ich hoffe, die kommen mir nicht in die Quere. Rotblatt müsste ich auch mal wieder ein bisschen auffüllen. Deswegen achte ich da so ein bisschen drauf. Mit dem Belohnungslager, da habe ich immer noch nicht so gerafft, was das wirklich auf sich hat. Weil ich würde gerne aus meiner Beutetasche ins Lager legen. Die Möglichkeit habe ich aber nicht, ne? Ich kann nur aus der vom Lager in die Beutetasche, was eigentlich mega sinnlos ist. Hier ist sogar alles voll vom Bienenschwarm. Stelle Stachelbomben am Waffenrad her. Aber die benutze ich nie. Müsste ich eigentlich mal machen, ne? Seltene Pflanzenwurzel. Mhm. Da habe ich nur 4 Stück in dem Lager und 4 in der Tasche und gar keinen im Lager. Die habe ich ja wirklich selten gefunden. Hier, seltenes Streifenwolffell, das brauche ich. Ich spüre die Pferde dieses Tieres mit dem Jägerblick auf und halte R3 gedrückt. Ja, also die seltenen Tiere muss man wohl mit dieser Fährtenoption auflesen. Da habt ihr mich auch schon mal drauf aufmerksam gemacht. Aber trotzdem, wie finde ich die Fährte denn erstmal? Denn ich muss ja erstmal in die Nähe des Tieres kommen, damit ich überhaupt diesen gelben Schweif sehe. Habt ihr da vielleicht einen Tipp für mich, wie ich das anstelle? Da wäre ich sehr dankbar für. Denn mir fehlt ja da noch der seltene Streifenwolf. Und der Leopard, aber der sollte kein Problem sein, den zu zähmen. Abgesehen davon, dass er sehr schnell ist. Da kommt wieder was. Was läuft da weg? Ein Bär, oder? Nee, ein Wollnashorn. Noch ein Rotblatt, das nehmen wir auch mit. Ach komm schon, jetzt habe ich wieder hier die Isilla gesehen. Ich
hier echt anderes zu tun, als mich mit denen rumzuschlagen. Boah, das sind ja aber voll viele. Wo ist er denn? Da. Das Mammut regelt. Ach, Mammut sag ich schon, das Nashorn. Oder war das mein Säbelzahntigerchen, was den einen da ausgeschaltet hat? Hier liegt auch noch irgendwo was. Oh, jetzt wird es aber schnell dunkel. Dass so eine gute Idee ist, hier im Dunkeln rumzulaufen gegen ein Wolfsrudel. Ich weiß ja nicht. Was hat er denn hier fallen lassen? Ach, das sind Schildkröten. Ich pack mal die Fackel aus. Oben haben wir noch ein Lagerfeuer. Das würde ich eigentlich ganz gerne entzünden. Ach nee, da unten ist es. Würde ich eigentlich ganz gerne entzünden. Ist das hier unsere Spur? Leuchtet gar nicht rot. Ah, doch, hier. So shall Heinz nein, was soll be. Dramarsch. Urgi beide. Urgi taschlas aqua. Die toten Sonnenläufer überqueren Fluss. Okay. Das heißt, die Isila sind hier lang gelaufen. Dann töten wir die zuerst. Beziehungsweise gehen der Spur zuerst nach. Da ist die Spur. Haben wir da noch so ein Rotblatt? Denn ich möchte auf jeden Fall mit Rotblatt gut versorgt sein, damit ich meinen Säbelzahntiger gleich holen kann, des Öfteren, falls er stirbt. Oh, da hinten kommt. Da hinten ist ein. Nee, das ist ein Tapirrudel. Und ein normaler Wolf. Da oben auch Tapire. Ist er da, der Wolf? Oh, hier sind echt viele von den kleinen Schweinchen. Ein normaler Wolf. Wölfe. Oh, das ist er. Das ist er, ja. Krass. Weg hier. Das war ja direkt der Schneeblutwolf. Oh Gott. Oh, der kriegt aber krass Schaden. Mein Säbelzahntigerchen haut ihm ordentlich rein. Oh, ich habe hier mehr mit den anderen normalen Kackwölfen zu tun als alles andere. Erstmal dringend heilen jetzt. Da kommt mein Säbelzahntiger. Der Wolf ist entkommen. Aber wie ich mir schon gedacht hatte, der Schneeblutwolf ist bei weitem der Schwächste. Bei weitem die schwächste Bestie. Wir haben es gesehen. Es hat wirklich was mit der Gesundheit zu tun. Er hat zwei Hits. Aber der geht direkt down. Okay. Ach, das ist aber nicht der Oh Gott, ich sterbe. Das ist gar nicht einer, es ist ein ganzes Rudel. Ich soll es jetzt häuten, beziehungsweise, wartet mal. Na, da kriege ich wahrscheinlich nur dieses normale weiße Wolffell raus, ne? Nicht den... Das ist ein Rudel, ein Schneeblutwolfsrudel. Ah. Verdammt, seltenes Weißwolffell. Der hätte ja jetzt mal hier so ein seltenes Streifenwolffell rausspringen lassen können.
Gut, dann wollen wir mal zu dem anderen Rudel. 300 Meter entfernt. Da reiten wir. Stimmt, es waren ja auch in dem... Als wir die Quest begonnen haben, wo die Toten... Die toten Leichen waren, die toten Jäger. Oder eigentlich war es ja nur einer. Dort waren ja auch mehrere Schneeblutwölfe zu sehen. 3 Stück, um genau zu sein, haben wir gesehen. Glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, es müssen ja mindestens 3 sein, die wir jetzt hier besiegen müssen. Oh je. Trinkst du? Er schwimmt. Guck mal, wie er schwimmt. Man kann sogar angreifen auf ihm. Mit seiner Nahkampfattacke. Ja, logisch. Selbstantiga hat ja keine Fernkampfattacke. So krass wie mit dem Mammut ist es nicht, dass man... dass die Gegner dann meterweit wegfliegen. Jetzt sind wir wenigstens raus aus dem Nebel. Ist doch schon mal was wert. Das ist ein Rotblatt, das nehme ich auch alles mit. Ich weiß nicht genau, wie viel ich davon tragen kann, leider. Aber noch geht's. Wir kriegen auch noch nicht die Meldung, dass die Tasche fast voll ist. Also kann ich weiter sammeln. Gut, liebe Leute, aber hier werde ich mal absteigen und auch die Episode für diesen Part beenden. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zu Far Cry Primal auf der Suche nach dem Schneewolfrudel. Das Schneeblutwolfrudel, glaube ich, so heißt es richtig. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent.